Also wir sind natürlich super zufrieden mit dem Aufstieg, das war ja unser Ziel. Natürlich dann doch ein bisschen ärgerlich, dass Meppen mit einem Punkt die Meisterschaft geholt hat, aber es wäre für uns dann auch nur noch das i-Tüpfelchen gewesen, von daher, wir sind auch so mega happy. It's Game Day, baby! Aufstieg! Und da sind wir alle belohnt worden, also von unserem Maskottchen bis zu den Zuschauern mit der Riesenstimmung, was da auf dem Platz abgelaufen ist, ist ja auch ein Wunder. Die Mädels haben performt, unglaublich. Ja, es war natürlich unglaublich. Wir sind sehr früh in Führung gegangen und ja, wir haben das Tempo eigentlich immer wieder gehalten. Also wir sind nicht schwächer geworden, haben dann immer wieder nachgelegt. Ich glaube, so schnell habe ich noch kein Tor geschossen. Also als dann auch das zweite ging, ich habe da oben auf den Bildschirm geguckt und habe gesehen, 6 Minuten erst, dachte ich so, hä? 6 Minuten erst? Aber geil. Ich glaube, ich war schon kaputt vom Jubeln einfach. Das war ein Feuerwerk, was sie abgefackelt haben. Bis zum Schluss, ja, mit dem Schlusspfiff quasi auch noch ein Tor gemacht. Das war eine unglaublich reife Leistung und das macht mich als Trainer oder als Teamchef dann auch einfach stolz. Dann noch vor dem Publikum gerade, das war unbeschreiblich. Das war einfach ein Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist. Ja, heute war schon richtig, richtig geil. Das wäre echt schön, wenn das nächste Saison immer so wäre. Habt ihr schon Bier getrunken? Oh, ich spüre es im Körper. Ich spüre es ein bisschen. Ich hoffe, dass der ein oder andere sich insgeheim ein bisschen ärgert, dass er vielleicht nur heute da war und nicht bei den anderen Heimspielen auch. Und ich hoffe, dass es animiert, in Zukunft häufiger auch zu kommen. Weil ich glaube, man hat gesehen, dass die Mädels sensationellen Fußball spielen. Und von daher finde ich das nur folgerichtig, wenn das dann entsprechend honoriert wird. Wir müssen uns echt nochmal bei euch bedanken, dass ihr so ins Stadion gekommen seid und uns unterstützt habt. Also diese Power hat man einfach gemerkt, was der MSV, was die Duisburger für eine Emotionalität ins Spiel bringen, uns Spielerinnen antreiben bis zum geht nicht mehr. Und ich hoffe natürlich, dass ihr in der ersten Liga natürlich weiterhin so kommt, weil wir brauchen euch. Aber natürlich freut man sich, dass dann da auch vielleicht mehr Fans sind und dass man sich mit den Größten messen kann. Das ist einfach das Geile. Ja, ihr könnt euch warm anziehen. Wir kommen jetzt nämlich. Die Zebras kommen. Jawohl. Wir sind der MSV. Wir werden da mit breiter Brust hinreisen und werden die weghauen. Wir kommen auf jeden Fall. MS Junge!